Hallo und willkommen zum nächsten Part von Dragon Ball Xenoverse, dem Blue Vegeta und Zamasu DLC. Ich habe im letzten Part damit aufgehört, meinen Charakter umzugestalten. Wir sehen jetzt ein bisschen komisch aus, aber gefällt mir auf jeden Fall besser als mein letztes Outfit. Und ich habe bemerkt im Kampf, weil ja, ich war schon im Kampf, mein PC ist einfach in der Aufnahme einmal komplett gefreezed. Nach ungefähr 10 Minuten, was ziemlich ärgerlich ist, aber gut. Ich habe im Kampf gemerkt, dass ich doch gerne meine Ausrüstung ändern möchte. Da ich jetzt auf Kaioken gehe, würde ich hier gerne etwas einsetzen, was meine Ausdauer irgendwie ein bisschen. Allen Schaden, Hilfeeffekt, Ki-Explosion. Ki-Explosion werden verstärkt, Halt Gefährten. Verstärkt na. Oh, war. Nein, bei maximaler Ausdauer erhöht gewonnene Punkte. Das ist alles nichts wirklich Schlechtes. Benötige Energie für Wiederbelebung. Nein. Ich brauche irgendwas, was meine Ausdauer einfach langsamer abnehmen lässt. Gibt's da bestimmt irgendwas. Hier auch, die heißt da bestimmt auch Kaioken oder sowas. Nein, Bewegungstempo wäre auch nicht schlecht. Mit einer Kaioken, so ein Bewegungstempo. Guck mal einfach, grüß dein Vater. Oh, das klingt sehr gemein. Verstärkt normale Angriffe, Samasu Super Seele. Das sieht nicht so aus, oder? Stellt Ki wieder her, stellt Ausdauer wieder her. Obwohl, nach erfolgreicher idealer Abwehr kriege ich nicht hin. Ja, ist ja scheiße. Es gab doch eine Super Seele, die das konnte. Ich werde sie mal kurz suchen. Okay, wir hätten Son Gokus Super Seele, aber ich nehme da lieber was anderes, und zwar der schnellste im Universum, weil bei maximalem Ki werde ich meistens haben bei der Kaioken, werde ich mein Bewegungstempo sehr erhöhen. Das klingt doch ganz gut, und ich weiß immer noch nicht genau, was es mit den Dingern auf sich hat. Ich werde jetzt das hier einfach mal nehmen. Ich check die wirklich nicht. So, gut. Wie gesagt, ich habe schon den nächsten Part aufgenommen, mit dem Dude hier habe ich schon gequatscht. Von 95. Und es lief mittelmäßig, würde ich jetzt mal sagen, ganz frech. Und dann ist mein kompletter PC gefreezed. Ich habe auf beiden Bildschirmen versucht, was zu drücken irgendwie. Es ging gar nichts. Dann musste ich ihn zwangs runterfahren. Dann hat er kurz geleckt, auch am Start wieder extrem. Aber wie es aussieht, läuft jetzt wieder alles glatt. Hoffentlich mal. Ach ja, da bin ich ja. Das nächste Ziel sind... Ah ja, okay, gut. Ich frage mich nicht sicher, ob ich irgendwas vielleicht überspringe jetzt. Gott sei Dank nicht. Ja, wir müssen eine weitere Änderung stoppen. Dafür sind wir da. Ich werde nicht Goku schwarz nennen. Ich werde... Samus und Goku Black sind nicht verschwunden und die Lage sieht süß aus. Er heißt Goku Black nämlich. Und besiege Zamasu Goku Schwarz. So hat man auch meine peinlichen Fehler nicht gesehen in dem Part. Wenigstens von denen kann ich euch aber natürlich gleich nochmal erzählen, wenn es soweit ist. Wir werden die fertig machen, wir werden nicht entkommen müssen. Kommt er hier eigentlich? Also, den habe ich gerade in der Mission gar nicht gesehen. War der bei mir? Ich kann schwören, er war nicht da, der Typ. Einfach abgehauen, der 31er. Der Sack. Mein ehemaliges Ich. Ich wollte zukünftiges sagen. Zukünftiges, aber. Nee, nee. Ja, das mit der Zeit hier ist eh ganz schwer. Zwei lästige Gottheiten. Oh, diese Musik. Ich mag die. Blacks Ausdruck, das habe ich vorhin schon erwähnt. Der sieht so unfassbar. Der freut sich nicht auf den Kampf. So, und natürlich. Tschüss! Ja, direkt die Ulti raushaut. Ich habe nämlich vorhin gemerkt, dass Zamasu, sobald seine gelbe Leiste weg ist und sterblich wird, also ich kann ihn dann keinen Kratzer mehr machen. Und ich habe trotzdem ein bisschen weiter, so ungefähr 2 Minuten auf ihn eingeschlagen. Eigentlich wollte ich das hier einblenden, aber meine Aufnahme ist fehlerhaft gewesen wegen dem plötzlichen Absturz. Und das ist eigentlich mega schade. Als ob er ist hinter mich gegangen, der Sack. Reicht das für die Kaioken zum Aktivieren? Was reicht für die Kaioken zum Aktivieren? Ich muss jetzt nur noch meinen Ki eigentlich voll... ich muss meinen Ki während der Kaioken eigentlich voll kriegen. Weil wenn ich es davor voll kriege, bin ich in der 20-fachen Kaioken. Was war das denn? What the fuck? Digga, ich bin dein Gegner, was machst du denn da? Du hast dich mir ausgesucht gehabt mit deiner Ulti direkt. Also jetzt spielen wir nicht hier mit Trunks. Ey, schnell eifersüchtig, sag ich dir. Und ich habe ja die Attacke dabei. Super, sie hat getroffen. Die gibt mir Ausdauer wieder. Heißt, die Kaioken kann ich ein bisschen länger auf... Nein! Die habe ich jetzt scheiße eingesetzt. Ein bisschen länger aufrechterhalten. Nein, aber sie weichen leider extrem oft aus. Genau bei dieser Attacke. Ich check es nicht genau. Aber sie haben was gegen sie. Und ich nehme an, viele von euch haben das DLC auch. Wie fandet ihr das bis jetzt so? Also habt ihr es euch überhaupt gekauft? Hattet ihr den Season Pass und es war egal? Oder sind euch alle Sachen egal, die nach dem Spiel herauskommen und ihr seid da einfach nur neidisch irgendwie, dass die anderen Charaktere haben? Nein! Ich fand es auf jeden Fall ziemlich geil. Ich spiele ja gerade die Story erst, aber die Charaktere, die dazu kamen, fand ich schon ziemlich gut.
Und jetzt gleich wird mein Super Saiyan Boost endlich aktiviert. Ja. Schnellste Universum. Jetzt darf ich viel, viel schneller kämpfen. Frag mich, ob man das merkt. Ja, okay, von so hier merkt man es schon. Und ich frage mich aber auch, ob wirkt das hier sich aus? Bestimmt wirkt sich das hier auch aus, wenn ich ihn so angreife. Und Zamasu ist wieder unbesiegbar. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn schon angreife, obwohl er unbesiegbar ist. Es ist mir schon wieder passiert. Ich muss jetzt Black angreifen. Mann, wieso passiert mir das immer? Ich check's nicht. Nein, 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 nein. Er wollte mich greifen, der Sack. Nein! Wenn er dem ausweicht, ist es am schlimmsten. Gut, gut, gut. Ich muss halt aber aufpassen, dass mein Dings voll bleibt. Kaioken ist halt scheiße. Ich mag sie. Sie verstärkt, glaube ich, den normalen Angriff. Sie sieht doch extrem geil aus. Ich setze sie lieber ein, weil sie geiler aussieht. Einfach mit der blauen Perücke, so Blue Kaioken-Style. Aber die Ausdauer, dass die dafür geopfert wird, ist extrem schlimm. Ich muss mir das halt ganze Zeit wiederholen. Aber sieht da ganz gut aus gerade. Das weicht einfach gar nicht mehr aus. Das ist extrem gut. Das läuft gerade super. Nein, diesmal ist er ausgewichen. Der Sack. Oh, shit. Nein, nein, was war das denn? Trunks, sag mal, machst du auch was? Gott, Alter, bist du ein Scheißkind. Der steht da nur und ist... Hat er sich jetzt teleportiert, als ich am Boden lag? Der war drin, der war voll und ganz drin. Könnte mir nicht erzählen. Sag mal! Du Sackgesicht! Der Kaioken ist jetzt am Arsch. Ja, Alter. Nö, 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 nö. Letzte Chance, nochmal die Kaioken aufzufüllen. Ist das dein Ernst? Nein! Das war's mit mir. Shit, kann mich auch nicht mehr teleportieren. Einzige, was ich jetzt noch durchziehen könnte, wäre, wenn er mich mal lässt. Einmal. Das hier. Kann ich das auch irgendwie ausschalten? Oh, ich konnte sie beenden vorher. Gut, dann kann ich hier unten kurz mal Energiekapsel reinpfeifen. Und auf dem Boden regeneriert man ja Ausdauer schneller. Dann laufen wir auf. Nein, wie es aussieht, nur beim Stillstehen. Goku Schwarz. Ich könnte natürlich direkt mit einer Kaioken reingehen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen dumm. Stattdessen werde ich mal normal weiterkämpfen mit dem. Oder ich treffe ihn einfach nicht. Ich merke, also jetzt gerade nicht so dollig. Es lief ja ganz gut. Ich habe vorhin gemerkt, aber in dem Part, nicht jetzt, den ich aufgenommen habe, der verworfen wurde in der Fehlaufnahme, habe ich bemerkt, dass hier auf jeden Fall Level 90, dass der Typ schon ganz gut war. Aber, naja, Level 90 setzen das Skill voraus. Ja, selbst auf Level 90 wäre ich hier unterlegen gewesen, weil man halt ein bisschen was an Wissen braucht auch. Und, oh. Wow, okay. Ist Zamasu wieder verwundbar? Nein, er ist wieder verwundbar. Interessant. Ich darf Zamasu fertig machen, okay. Das war mein Handy, das habt ihr nicht gehört. Nö, nö, nö. Oh, shit. Wie ich dich hasse, Zamasu. Ah, shit. Wieso? Weißt du, der Attacke aus. Stell dich deinem Schicksal und werde meine Batterie. Ich saug dich aus, ja. Das klingt komisch. Aber er ist halt meine Batterie. Weiß nicht, wie ich das mit der Schnelligkeit finden soll. Also, hier merkt man es halt schon, aber ob im Angriff so? Ja, nein, hä, er war voll drin. Ihr habt es gesehen, wir haben es alle gesehen. Ich weiß nicht, wie ich die Dings dadurch... Ich weiß nicht, wie ich die Dings durchbrechen soll, seine Blockade. Man kann ja irgendwie greifen, aber ich vergesse das immer. Ich vergesse nicht, dass man greifen kann, sondern ich vergesse immer, wie man greift. Und zip. Sehr geil. Ah, ich sollte mal wieder das hier ein bisschen bringen. Ich denke zwar nicht so viel bei ihm, sondern eher bei Online-Gegnern, aber trotzdem. Kannst du mal... Was machst du denn da, sag mal? Hast du auf dich gerade hinter mich zu teleportieren? Tot, 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 tot. Zamasu ist wieder unsterblich. Ich hasse es! Ich jetzt Rose fertig machen. Komm her. Yo! Da ist jemand direkt eifersüchtig geworden, weil ich jemand anderen angreifen wollte. Was bist du denn für eine Diva? Hast du mal auf damit? Ey, ich hasse euch alle! Sag mal, ich werde das einsetzen, bis ich treffe. Was war das für ein jämmerlicher Versuch? Komm mal wieder hoch, du Lappen. Ja, das habe ich verdient. Leck mich! Ja, endlich! Ich bin wieder auf dem Boden, weil ich ein bisschen links brauche. Ich wünsche, es gäbe eine Attacke, die... Es gibt eine Attacke, die Ausdauer so regeneriert. Die hätte ich mir zulegen sollen, weil das Ki habe ich nicht so nötig. Ah, wenn er jetzt nicht so hin erfliegen würde, hätte ich einen Plan. Und Zamasu ultet. Er ultet mich.
Versuchen wir es einfach. Was? Du ekelhafter. Ihr wisst schon. Ja. Bisschen jugendfreundlich muss man hier bleiben. Aber alle wissen genau, was ich sagen wollte. Ekelhaftes Butterbrot, Alter. Was? Ja, jetzt reicht's doch mal. Ey, nee. Nee, das hilft mir. Scheiß auf jugendfreundlich. Du Bastard, egal ob du voll bist. Komm her. Egal ob du unsterblich bist. Ich titt dir in den Arsch. Trigger mich nicht. Ich bin ziemlich leicht zu triggern. Und selbst wenn ich nur ein Sterblicher angreife, dann werde ich bitchig. Große Regenerationskapsel L. So, du da. Jetzt kümmere ich mich um dich. Vor allem erstmal so predigen, ja, Jugendfreundlich und so aufpassen mit den Worten und dann erstmal schön dich und das da raushauen. Na, hat er gerade mein. Hat er gerade meinen Blockbreaker geblockt? Was macht der Masu da eigentlich? Ich check den Typ nicht. Ich check seine Methoden nicht. Nein. Das war knapp. Was zum Fick? Was versucht der da mit mir? Deine Psych. Alter! Ich check ihn nicht! Also ich check jetzt beide Samasus gerade nicht. Davor habe ich nur den Grün nicht gecheckt. Man wird mein Controller wieder so unfassbar laut klicken hören, aber ich weiß ja nicht, was man dagegen machen kann. Oh, jetzt haben wir wieder diesen Teil, wo sie unsterblich sind. Hm. Lass mal beschäftigen. Ah, es war so klar. Gut, geht doch. Ich weiß nicht, was man gegen den Controller klicken machen kann. Wieso ist man bei anderen nicht hört? Vielleicht ist mein Mikrofon zu empfindlich. Aber ich krieg das ja auch nicht raus. Oh, ein Z. War halt super. War halt getriggert, aber super. Super getriggert. Ha. Spürt meinen Zorn. So, der nächste Kampf. Was wird denn der nächste Kampf? Oh, du hast aber eine frische Frisur, Kumpel. Ihr habt gute Arbeit geleistet, aber... Nein, das klingt gerade so, als wären wir fertig, aber jetzt muss da noch irgendeine Rolle richtig dunkel leuchten, oder? Kein sterblichen Plan. Oh Gott, übersetzt doch nicht alles, bitte. Es klingt so unfassbar schlecht. Jugend von heute. Kann ich den auch umklatschen kurz, bitte? Er hat mich an die Oma der U-Bahn letztens, die mich geflamed hat. Oh, wer hätte das erwartet? Alter, das ist ein verfickter, unsterblicher Gott und ihr erwartet, dass es nach zwei Änderungen einfach schon Stopp ist? Gott, unsterblich! Im letzten Kampf gegen Zamasu. In Ordnung, ich bin da. Was? Was? Okay. Oh, okay. Was zum Fick? Was passiert, wenn du uns auch gewinnen? Will er sich da einmischen? Okay. Ich hätte gerne mit den Kaioshin zusammen gekämpft, aber wie es aussieht, darf ich nicht. Schade. Der Feind hat sich aufgeteilt, also tun wir es gleich, um gegen sie zu kämpfen. Die waren die ganze Zeit schon aufgeteilt. Die erzählen so Scheiße manchmal. Ja, ich kämpfe gegen Goku Schwarz. Ist kein Problem. Bitte nenn ihn Goku Black. Ist ja unglaublich. Unglaublich. Mein Lieblingsladebildschirm. Aber sie hat gerade etwas vom finalen Kampf gepredigt. Also würde ich sagen. Was zur Hölle? Sehe ich da gerade? Im Hintergrund sehe ich doch. Okay. Gut, das sieht mir doch nicht ganz nach finalen Kampf aus. Heißt, wir machen das doch noch in diesem Part, weil wo zum Fick kommt er denn her? Das können wir jetzt auch noch hier klären, finde ich. Was zur Hölle? Turtles. Okay. So ein Schwachsinn, als ob Turtles selbst mit dieser bösen Aura mit einem Super Saiyan Blue mithalten könnte. Ja, ich finde das Auto echt sick, was ich habe. Aber ich kümmere mich mal um Turtles. Oder Turtles kümmert sich um mich. Alter Schwede. Wer zum Teufel ist? Ach ja, er ist ja nicht kennen. Sag mal, lass ihn mir auch was übrig? Geht doch, danke. Ah, nein. Ich hasse diese Teleportation. Ach stimmt, den Spalt hat er auch in der Serie geöffnet. Wäre in der Serie einfach Turtles aus dem Spalt gekommen. Oder irgendeiner, der nicht kennen war aus dem Film. Das wäre unfassbar lustig geworden. Immer so schnell Kuhle aus dem Spalt holen. Ey, diese Attacke ist doch nicht dein Ernst. Ey, der ist sogar da oben geöffnet. Das ist ja ein sehr schönes Detail.
Ich hätte ihn auch einfach weglassen können. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ist der, oder? Ist der immer geöffnet? Das kann natürlich auch sein. Dann ist das ein normales Detail. Und Chris Kamehamehas. Ich würde gerade nochmal drücken fürs Sturm Kamehameha, aber es war nur das Zehnfache. Was jetzt nur das Zehnfache ist. Ja, obwohl. Was? Alter! Das hat mich getroffen. Was war denn das für ein komischer Donut? Chill mal, Gotenks. Nein. Nein. Wieso konnte ich mich jetzt nicht. Ist der Typ schneller? Ist der so viel schneller als ich? Ah, jetzt greift er mich. Okay. Cool, dass ihr so schön zusammenarbeiten könnt, aber. Nein, nein, nein. Aber mein Team irgendwie gar nicht hier was von Teamwork versteht. Und zehnfaches. Ah, komm schon. Kann der mal langsam sterben, der Typ? Ah, nee. Er wird. Verlaufen. Hallo? Weil auf den Boden gefallen ist, konnte ich. Ich hasse dieses letzte schöne Stückchen, was sie da aus sich rausholen. Ich kann ihn. Ja, wundervoll. Diese Mechanik ist immer so spaßig, dass die Gegner nicht sterben. Aber solange er mich nicht angreift, sollte mich nicht stören, wollte ich sagen. Das ist nicht so geil. Dann kümmere ich mich mal um Rose noch. Vielleicht muss er ja auch zuerst sterben. Wir haben beide quasi nur Goku-Fakes. Was habe ich jetzt verpasst? Wie konnte ich nur was? Turtles haut jetzt einfach ab, vielleicht doch einfach. Ich bin nicht der, um den du Sorgen machen müsstest. Ja, du bist auch verdammt schwach. Ich mache mir um Zamasu Sorgen. Beziehungsweise um Rose. Was zum. Okay. Dann so. Geht ja auch klar. Kommt da noch was aus dem Spalt? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was macht ihr denn hier? Ach du Kacke. Nicht die Ausdauer-Break-Mitte. Okay, 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 okay. Wenn so viele Gegner sind, ich bin noch nicht anvisiert, das muss ich ausnutzen. Und zwar mit ein paar Ultis, die ich einfach mal reinpfeffer. Was? Den Typen juckt das einfach gar nicht. Komm, versuch mal so hier. Irgendeiner muss da jetzt getroffen. Ah, Broly ist drin endlich. Ja, ein Stückchen, aber egal. Kümmern wir uns mal um Broly. Ich gehe natürlich gleich auf den gefährlichsten. Ja, der auch am meisten zuhauen kann, aber gut. Dafür auch den langsamsten, glaube ich. Also, würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn es mal Janem war ja eh für Ständigkeit auch ein bisschen bekannt und Tricks. So, und ja, natürlich. Was sollte er denn sonst tun, wenn ich ihm eine einfache Kombo gebe? Sich raus teleportieren? Nein, er macht direkt diesen komischen Dings da. Das ist da gefallen und ich konnte den Körper nicht erwischen. Oh, damit das wollte ich nicht einsetzen. Damit hat er wahrscheinlich noch nicht gerechnet, weil ich es halt nicht einsetzen wollte. Ich wollte ihm eigentlich wieder ein bisschen Ki abziehen. Aber gut, 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 das ist genauso nice eigentlich. Weil Schaden ist ja immer ein Schaden. Nice, das wollte ich nicht. Oh shit. Was könnte jetzt. Alter, what the fuck? What the fuck? Der ist eine Bestie, der Typ. Frag mich, ob wir auch aus dem Universum 10 halt Kale, Cauliflower und sowas kriegen, weil. Ich würde die gerne mal spielen, diese. Was? Kale, Kale, wie auch immer. Ich weiß die Englisch gerne aus Super Saiyan Rage, ob sie dann auch eine Transformation halt kriegt oder ob sie halt als zwei Charaktere oder beziehungsweise nur als Rage spielbar ist. Weil Broly ist ja auch nur als Legendary Super Saiyan spielbar und nicht als normaler Broly. Aber der war doch früher auch in anderen Spielen als normaler Broly spielbar. Wieso nehmen sie das eigentlich raus, dass jeder Charakter jetzt nur noch. Wenn es dann irgendwie doch eine Verwandlung gibt, wie jetzt bei Buu hat, der soll ja wohl kommen, dann wird er als DLC nachgeliefert, wo man nochmal Geld für zahlen muss, anstatt ihn irgendwie bei Buu als eine Transformation dazu zu packen. Das ist so ekelhaft billig von denen. Und stirb! Ich kann ihn jetzt auch nicht töten. Hätte mich das aufgeregt. Ich habe gerade bemerkt, ich habe eine Attacke, die bei diesem Kampf eigentlich ziemlich hilfreich ist. Und zwar Supernova, weil sie flächendeckend ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt ein paar erwischt. Ich will auf jeden Fall eine Energiekapsel mal nutzen. Hat irgendwie gar keinen gejuckt, meine Attacke. Dann versuchen wir es wieder mit Nahkampf. Ich bin ja eh der Nahkämpfer vom Skillset gerade her, vom Moveset. Wie ging das? Ah, so, okay. Ich wollte gerade sagen, wie ging dieses Daher-Sprinten? Ich kostet ja immer nur einen Ausdauerbalken. Ach, komm schon! Ich krieg ihn nie gegriffen, weil die halt so. Ja! Scheiße, fliegen! Ach, komm! Er war wehrlos und er schafft es nicht mal, ihn zu greifen! Mann! Oh, warte, das waren gerade FPS-Drops des Todes. Ich muss sagen, diese Story-Event macht mir mega Spaß. Also, bis jetzt sieht es ja nicht allzu schwer aus. Die Gegner sind Abwechslung vielleicht. Sie haben ja noch die. Okay, Story-Gegner, Movie-Gegner mit reingebracht, was auf jeden Fall nicht ganz so langweilig dann ist. Wenn man hier auf einmal noch random 10.000 Gegner mehr hat. Und die kleinen Zwischenszenen sehen, auch wenn sie nicht animiert sind, ziemlich gut aus. Und vor allem halt die animierten, die sahen schon der Anfang sah schon ziemlich sick aus, muss man sagen.
Ich habe auf YouTube schon vorgeschlagen bekommen, es gibt wohl noch eine Endanimationsszene, die ziemlich, ziemlich geil aussieht und auf die freue ich mich mega. Ich kann also gespannt bleiben und ihr natürlich auch, wenn ihr es euch noch nicht anguckt. Ihr werdet es wahrscheinlich schon alles gesehen haben, weil es schon viele vor mir gebracht haben. Und vielleicht gucken sich das ein paar nochmal bei mir an. Und ihr könnt euch dann nochmal gönnen, wie diese geile Szene am Ende zur Geltung kommt. So, und ich will langsam mal cooler hier abhaken. Hä? Die Technik ist ja noch nie dagegen gegangen in der Combo so. So, passt noch nicht. Oh, ich wollte gerade wieder keine mehr machen, aber er hat den schönen Stich durch die Rechnung gemacht und shit. Na, ach, Schlag will jetzt auch noch mitkämpfen, die alte Slut, Alter. Shit. Ach, scheiße. Ja, nice, 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 nice. Nein, fick nicht mit mir. Und bam. Boots. Ey, das war so eine schöne Kombo. Kann er bitte sterben? Geht doch. Hat er mich gerade ge... Wow. Wow. Was macht man echt nicht? Und Goku ist K.O. sehe ich gerade. Ja, Mensch. Gott sei Dank ist die Story, die Mission nicht vorbei, wenn ein Partner K.O. geht. Sonst wäre ich ziemlich am Arsch, weil Vegeta sieht auch nicht mehr allzu fresh aus. Kann er aufhören damit? Sag mal, wie viel hast du denn bei Gott? Und wie viel Ausdauer? Bam! Was eine schöne Kombo. Würde ich mir selbst mal gerne auf die Schulter klopfen. Jawoll! Hat ein bisschen aufgefüllt. So, jetzt chillen wir mal auf dem Boden, während er da hinten liegt. Ausdauer wird refilled. Vegeta sieht gar nicht gut aus. Wow, ich dachte, er geht auf Vegeta hinten. Kann ich Goku wiederbeleben? Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht mit Online-Kämpfen, oder? Ich muss unbedingt wieder mehr Xenoverse spielen. Aber in letzter Zeit, was mache ich denn so? Ich chill im Discord viel. Nicht im Sprachchat oder nach Chat, sondern schreibe. Nehme täglich ein bis zwei Dokkan-Videos auf. Budokai 3. Natürlich auch noch am Start. Habe ich letztens auch eine Session wieder gemacht. Sonst, ja, Schnitt, Thumbnails. Thumbnails nehmen jetzt auch viel mehr Zeit in Anspruch, halt, seit ich nicht mehr diese Standard-Dinger mache, sondern halt wirklich mit Liebe rangehe. Ja, braucht halt schon so ein bisschen. Und Janemba würde ich gerne... Ach komm, die kann gar nicht daneben gehen eigentlich, die Supernova, wenn er sich jetzt halt nicht mega weit von Radius wegbewegt da hinten. Ja, Mann! Alter, das ist eine sehr gute Attacke. Gott sei Dank habe ich sie als zweites ausgelöst. Versuchen wir es einfach mal nochmal. Weil den Kampf, wenn wir den schnell hinter uns bringen, werden wir bald im Finale. Oh. Ah, sehr geil. So, Vegeta, den Rest mache ich. Absolut kein Ding. Seine Vorarbeit, also meine zwei Ultis haben einfach mehr Schaden gemacht als sein ganzer Kampf, glaube ich. Ist schon ein bisschen peinlich, würde ich jetzt so sagen. Also mir als Prinz der Saiyajins wäre das extrem peinlich. Oh, ich habe weitergedrückt. Ich wollte zurück ins Zeitnest. Mal gucken, vielleicht haben wir noch so eine kleine Szene und dann... Ist das auch mit dem Part? Ja, dann haben wir das Finale im nächsten Part, nämlich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch groß was kommt. Dass sie in der normalen Story. Also, die haben das hier gerade geedit zu der normalen Story aus Super. Aber, oh, das sieht mir ja schon finalwürdig aus. Oder hauen wir jetzt wieder ab einfach? Ja, sieht doch so aus. Was erzählt uns da nicht? Wieso denn später? Oh. Ich weiß genau, was er jetzt macht. Jetzt kommt göttliche Macht. Oh, shit. Ja, okay. Die ganze Erde bebt, wenn du redest. Wir machen echt große Nummer raus, oder? Verehrt ihn. Lobt ihn. So. Unser nächster Gegner ist Merch Zamasu und Merch Zamasu wird unser Gegner im nächsten Part sein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ein Stück länger, aber wirklich nur ein Stück eigentlich. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Part wieder. Wenn euch dieser hier... Übermorgen. Wenn euch dieser hier gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Bis morgen. Haut da rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao.